Ein Rennen um den Titel König der Digimon. 12 teilnehmende Digimon ohne Angst. Ein Tentomon mit einem Schnauzer und ein kackendes Agumon. Wo findet ihr so etwas, fragt ihr euch? Nur bei Digimon Adventure 3D Grand Prix. Dafür nehme ich euch mit zurück ins Jahr 2009 zum Toei Animation Festival, wo tatsächlich ein CGI-Kurzfilm gezeigt wurde, wo Digimon im Wacky Racer-Manier um den größten Titel ihres Lebens fahren. Digimon hat seit Beginn immer wieder granatenstarke Filme und Serien rausgehauen, die sich in unsere Köpfe eingenistet haben. Klar gab's auch hin und wieder ein paar schwächere Momente, aber es war immer ganz anständig. Und dann haben wir halt Digimon Adventure 3D Digimon Grand Prix. Eigentlich konnte man den Kurzfilm bereits im Jahr 2000 bis 2002 im Hello Kitty Land sehen. Fragt mich nicht, warum ausgerechnet dort etwas von Digimon zu sehen war. Doch dem größeren Publikum wurde der CGI-Film dann halt 2009 vorgestellt. CGI war immer schon ein Thema, welches Digimon begleitet hat. Problem dabei ist nur, sowas altert sehr schnell sehr schlecht. Der Kurzfilm ist noch einigermaßen akzeptabel, besonders wenn man bedenkt, dass er aus dem Jahr 2000 stammt. Es sieht halt trotzdem so aus, als wäre es eines dieser frühen PS2-Games gewesen. Aber ihr werdet eh schnell merken, wie verrückt das Ganze noch wird. Der Film startet damit, dass kurz das Fahrerfeld mit den Fahrzeugen vorgestellt wird. Ja, keine Erklärung, warum das Ganze überhaupt stattfindet, wo wir uns gerade befinden und warum nur Rookie-Digimon teilnehmen. Da haben wir Agumon mit seiner Taiti-Special-Rakete, Gabumon mit seiner Yamato 2000 GT oder sollte ich lieber sagen mit seinem Mad 2000 GT. Tentomon mit einem stylischen Schnauzer und Zylinder, schade, dass er so nicht in der Serie aufgetreten ist. Stellt euch nur diese ganzen verpassten Chancen vor. Dann haben wir noch Biomon, Palmon, Gatomon, Patamon, Gomamon, Wemon, Hawkmon, Amadillomon und nicht zu vergessen den kleinen Bösewicht des Renns, Demi Devimon. Das Rennen startet in Mario Kart oder F-Zero-Stil aus der Sicht von Wemon. Da bekommt man irgendwie das Gefühl, als sollte das Ganze ein Digimon-Rennspiel promoten, was es nicht tut. Obwohl es mit Digimon Racing 2004 tatsächlich auf den GBA mal ein Rennspiel gab, welches ziemlich langweilig war. Agumon verliert auf jeden Fall gleich zum Start die Kontrolle über seine Teilrakete und macht einen Team Rocket-Abgang, während der arme Patamon es nicht einmal auf sein Fahrzeug geschafft hat. Tja, damit haben sich auch gleich schon meine zwei Lieblings-Rookie-Digimon schön blamiert. Vorne an der Spitze liefern sich währenddessen Wemon und Demi Devimon ein Duell, welches für beide nicht gut endet und der Rest des Feldes an den beiden vorbeiziehen kann. Agumons Rakete hat den Kurs wiedergefunden und nimmt dabei Patamon mit, der wohl sein kleines Rettungsringfahrzeug nicht mehr erreichen konnte. Das Ganze entwickelt sich mehr und mehr zum Death Race und es werden mehrere Jahreszeit-Locations durchflogen. Tentomon mit seiner Da Vinci-Klappermaschine und Amadillomon werden von Demi Devimon ausgeschaltet, der auf einer merkwürdig geformten Spritze unterwegs ist. Ich meine, wofür wurden auch noch diese Linien hinzugefügt? Toei sind echte Schweine und es geht gleich mit der Spritze noch weiter. Wemon und Demi Devimon behacken sich weiter und schalten mehr oder weniger beabsichtigt die restlichen Digimon aus, außer Palmon und Gabumon. Der wiederum ist mir tatsächlich etwas zu stolz darauf, dass er sein Mad 2000 GT bereits an einem Tag dreimal gewachst hat. Was uns zu dem Part des Kurzfilms führt, was für mich eine der merkwürdigsten Stellen in einem Film jemals war. Nein, ehrlich, ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht damit. Agumon hat inzwischen alle ausgeschiedenen Fahrer mit seiner Teilrakete eingesammelt und überholt dabei den führenden Gabumon. Doch dann macht sich etwas bemerkbar. Damit ihr genau versteht, was ich damit meine, lasse ich einfach die Stelle des Films unkommentiert laufen. Yep, ihr habt richtig gesehen. Agumon kackt tatsächlich von seiner Rakete. Und es hat mich so verstört, wie diese Kackbällchen animiert im Wirbel durch die Gegend fliegen, völlig frei von jeglichen physikalischen Gesetzen. Wir haben zwar in Serien, in Filmen und auch in Videospielen Digimon gesehen, wie sie ihr Geschäft unplanmäßig verrichten, aber das hier sprengt alles, was wir jemals zuvor gesehen haben. Am erschreckendsten ist nicht mal die Tatsache, was für Massen an Exkrementen Agumon dort ausscheidet, sondern dass wir dabei das Loch sehen, wo diese rauskommen und dieses sogar noch akkurat animiert ist. Wie ein Maschinengewehr. Manchmal bleibe ich einfach verwundert zurück. Die fliegenden Kackbällchen zerstören dann auch Palmon endgültig. Und ein anderes trifft Gabumon mitten ins Gesicht.
Agumon hat sein Werk verrichtet und geht erstmal wieder fern von der Strecke. Und es bleibt nun erstmal bei Wemon und Demi-Devimon, den Sieg unter sich auszumachen. Dabei töten sie unterwegs ein paar Baby- und Ausbildungslevel-Digimon. Und wenn ich mir Wemons Gesicht dabei ansehe, kommt es mir nicht so vor, als wäre dies nur ein Versehen gewesen. Etwas weird, dass hier überall T-Shirts zum Trocknen hängen in einer Stadt bevölkert von Digimon. Tragen Digimon überhaupt T-Shirts und haben dort mal Menschen gewohnt und die Digimon haben die Stadt übernommen? Was ging in dieser Stadt mit den immer wiederholenden Hintergründen vor sich? Als die beiden Digimon dann wohl auch bemerken, dass hier etwas nicht stimmt, schießt Demi-Devimon sein spritzenförmiges Gefährt Richtung Wemon. Doch bevor die Spritze an eine sehr merkwürdige Stelle des Fahrzeugs einschlägt, weicht Wemon einfach nach oben aus und die Spritze fliegt in ein Gebäude, wo es wahrscheinlich weitere unschuldige Baby-Digimon tötet. Wemon, wie wir ihn kennen und lieben, passt natürlich nicht auf und fliegt mitten in die Explosion, was auch sein Rennende bedeutet. In der verbliebenen Nussschale bewegt sich Demi-Devimon nun dem Ziel entgegen. Dabei sehen wir im Hintergrund noch eine Reklame für Digitama-Chips. Digitama sind Digimon-Eier. Bedeutet das, es gibt in der Digi-Welt oder in der realen Welt ein Unternehmen, welches Digi-Eier nimmt, sie frittiert und dann für 1 Dollar als Chips verkauft? Das alles ist irgendwie leicht verstörend. Wie ihr es bestimmt alle erwartet habt, gewinnt Demi-Devimon natürlich nicht das Rennen, sondern, oh Wunder, Agumon und die restlichen Digimon kommen auf der Rakete auf ihn zugeschossen und lassen ihn förmlich Sand fressen. Damit geht der Titel König der Digimon laut Kommentator an alle 11 Digimon, die sich auf der Tai-Rakete befinden. Nur, dass sie immer noch nicht anhalten können und Richtung Weltall fliegen, wo sie auf Google Earth runterschauen können. In den Credits wird übrigens Mamoru Hosoda als Episodendirektor genannt. Also ihr wisst schon, der Mann, der für den allerersten Digimon-Film verantwortlich war oder zuletzt für Bell. Was bei mir so ein wenig die Frage aufwirft, wie viel Input hatte er bei diesem Kurzfilm? Auch der Drehbuchautor Atsushi Maekawa ist kein Unbekannter und hat schon bei diversen Produktionen mitgewirkt, unter anderem halt Digimon Adventure. Ich komme bei all dem nicht drauf klar, wie dieses Konzept für den Kurzfilm entstanden ist, ohne dabei ein Videospiel im Hinterkopf gehabt zu haben. Alles, was man sieht, erinnert an einen Funracer, ja selbst der Kommentator betitelt die Digimon als Spieler. Vielleicht ist uns hier wirklich ein solider Digimon Funracer verwehrt geblieben und wir müssen weiterhin hiermit leben. Oder dachte Toei sich, jupp, das war wirklich eine sinnvolle Nutzung unserer Kapazitäten von Leuten wie Mamoru Hosoda oder Atsushi Maekawa. Oder hat Toei Hosoda erpresst und nur so durfte er das Konzept von Digimon Adventure Bokora no Wargame für Summer Wars verwenden. Wo ist eigentlich mein Aluhut? Na, auf jeden Fall fügt sich so das Gesamtbild von dem Ganzen. Digimon Adventure 3D Digimon Grand Prix war auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich möchte nicht sagen, dass sie interessant war oder erfüllend, aber naja. Ich bin auf jeden Fall schon sehr darauf gespannt, was ihr zu diesem Kurzfilm sagt. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Hier an meiner Seite findet ihr mein Video zu den Auf- und Abstieg des Digimon-Franchise. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen und bei meinen Patreons und Kanalmitgliedern für die Unterstützung des Kanals. Wir sehen uns das nächste Mal auch schon wieder.